Gut. New game. Let's do it. Novize, Knight, Master. Master, ist ja klar. Das wird voll gut. As during a solar eclipse in crepuscular times, no one could see the light of a safe and happy life. This was true even for Wigmund, a solitary young man who lived far from the cities and fortresses, ruled by the tyrant Antiochus and his merciless troops. More than ever, on that summer day of the year 723 from the last age of man, a mysterious feeling hovered over Wigmund's soul like an invisible cloud. Something unexpected would happen soon. He could not tell what, he could not tell why, he could not tell when. But all these questions with uncertain answers did not manage to alter the certainty of the forthcoming unknown event. The signs were clear. Und plötzlich ein flammender... Ja, und Eule, hallöchen. Und so schlimm war es nun auch nicht, Flensi. Mal wieder reinschauen. Hallo, Murphy's Law. Wigmund wurde zwangsverflauscht? Was? Hä? Liegen die Eltern tot im brennenden Dorf? Vermutlich. Hallo, Tobi. Nee, war ein anderes Spiel. In Coffeeshop, nachts. Ein ungewöhnlich attraktiver Mann haut in die Tasten seines Laptops. Er schreibt den Blockbuster, der ihn aus der Armut in sein eigenes Haus katapultieren wird. Eine schöne Frau kreuzt seinen Weg. Ihre Blicke treffen sich. Plötzlich, ein greller Blitz am Himmel. Ein flammender... Ja, genau so. Tobi, vielen Dank für den Resub. Danke für 25 Monate im Kokon. Du darfst hier, hier, warte. Kümmere dich bitte gut um Top-Pflanzer Helmut. Dankeschön. Natürlich, Kobitsch. Was sonst? Kobitsch, vielen Dank für das Zwangsverlauschen von Wigmund. Wigmund, der vermutlich irgendwo aus, keine Ahnung, Brasilien stammt oder so, wundert sich jetzt, warum er ein Subgeschenk bekommt auf einem vollkommen fremden Kanal. Aber hey, Kobitsch. Vielen Dank dafür. Strange. What a wonderful day. Very good for increasing my fish supplies. Okay, also was war das für ein Geräusch? Das klang jetzt aber nicht sehr freundlich. Was geht denn da ab? Fragt sich Wigmund. Wir enden den Dialog. Wir usen WASD, um uns zu bewegen. Wir holden die right mouse button to rotate the camera. Und wir holden shift, left shift to sprint. Total geil. Kann ich jetzt dieses Karnickel killen? I need a survival level of 3 to do that. Aha. So, okay. Was ist das? Shiny Apple. Nimm das. Geil. Weiß ich nicht. Wooden Buckler. Nimm auch das. You can wear shield on your backslot. Will block some arrows coming from behind, provide extra armor. Okay, wie mache ich das? Wie mache ich denn das? Ah. Ah. Wigmund the Lion. Ja, ist klar. Kann ich ihn umbenennen? Schade. Kann ich nicht. Probe gleich brutaler Morden. Klar. Goldmünzen, wenn man ablootet. Ja. Und? So, Health per Second. Das werde ich mir gleich mal da unten hinlegen. Das hat bestimmt einen Grund, warum das Health per Second gibt. Title of the Game. Bitteschön, Flensi. Funktioniert bei mir immer. Ausrufezeichen Game. Master-Einstellungen leuchten die Gegenstände trotzdem. Pff. Weiß jetzt nicht, woran das liegt. Wo war der da? Ruden X. Nehmen wir natürlich mit. Open Questlog with L. Visuell Log. Log L, alles klar, L. Some wild boars unexpectedly attack Wigmund's crops. Nein, unsere Felder. Nein, sowas ist noch nie zuvor passiert. Wir müssen gegen die unexpected Wildschweine kämpfen.
Bad Visitors. Okay, das ist die M für die Map. Und wo ist der Rest von dem Tutorial jetzt hin? Das ist weg, ne? Na, was denn? Der Rest vom Tutorial ist halt einfach weg. Ist fein. Habe ich jetzt quickly left mouse button for light attack. Swipe attack will automatically use on multiple enemy. Multi-swipe. Was? Nein, nicht weggehen. Sitz. Able manual gesture combat disable automatic combat gestures on gameplay options. Manual gesture. Was? Left button for a light attack. Aha. Darf man Sarah? Hallöchen. Lass das Schaf am Leben. Wieso? 2 Tagen bin ich wieder Single. Freundin, die Autotür nicht aufgemacht hatte. Ich bin lieber aufgetaucht. Raubische. Wow. Rattentod. Wow. Schwierig. Rattentod, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 16 Monate im Kokon. Du darfst dir Posterbilder und Plakate in der Gummizelle aufhängen. Eine Wand bleibt aber für ein riesiges Flauschraubengemälde frei. So, na gut. Können wir... ich würde gern... Ich darf das immer noch nicht töten. Wieso nicht? Wieso darf ich denn dieses verfluchte Karnickel nicht töten? Jetzt töte doch bitte das verfluchte Karnickel. Macht er nicht. Macht er auch nicht. Man weiß nicht, warum nicht. Was ist das? Matter. Sekunde. Mal hier, 1,5 Damage. Two-Handed Weapon. Aha. Verstehe ich. Nein, ich will den Apfel looten. Gib mir den Apfel, Mann. Was soll das? Was? Ah, da. Oh nein! Au! Oh, es hat mich erwischt. Wie ist so? Kann ich mit Right-Click... Ich kann nicht generell blocken. Also ich kann nicht aktiv blocken, glaube ich. Ich kann ausweichen. So seemt mir. Aber nicht aktiv blocken. Which is a little bit schade. Au, es trifft mich halt auch immer, ne? Au. Weißt du was? Stirb halt einfach. Ich esse einen Apfel. So, kann man die Kamera... Ja, kann man. Mit rechts halt. Was ist das hier? Wieso glitzert das hier? Ein Grund, warum es da glitzert? Was? Hold middle mouse button key to parry or block. Ach, middle mouse. Running out of energy will knock you back. Middle mouse. Alles klar. Hallo Raven. Da doch bloß stehen würde, wieso es nicht geht. Wieso was nicht geht? Ach, stand das jetzt im Kampf schon da oben, oder was? Stand das da schon? Have to find a den of wild boars, but who knows how many beasts are there? Könnte gefährlich sein. So, bräuchte eine gute Waffe. Wir erinnern uns daran, was Redan uns erzählt hat über das alte Haus auf der anderen Seite des Flusses. Eines Tages wirst du eine Waffe brauchen. Wenn die Zeit kommt, such im Keller des verbrannten Hauses. Still have a home basement key. Give me. Okay, also wir haben zu Hause offensichtlich noch den Schlüssel dafür. Insania! Vielen lieben Dank für den Raid, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen! Wunderschönen guten Abend, ihr alle. Ihr kommt zur zweiten und höchstwahrscheinlich für heute leider auch direkt schon letzten Demo, weil ich heute ja wieder leider nicht ewig kann.
Wir spielen gerade Wiegmund. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Stream. Davon gehe ich aber mal stark aus. Was gab's denn bei euch Schönes? Vor Wiegmund habe ich übrigens, haben wir, wie hieß es? Die Synced, die Demo angespielt. Sehr zu empfehlen für Leute, die so DSP, also Dyson Sphere Program oder eventuell Factorio, so die Richtung gut finden. Insane, ja. Ja, das hatte mir der Gary hatte mir das vorgeschlagen, tatsächlich im Discord. Und davon gibt es eine Demo und da dachte ich mir, dann guck mal halt einfach mal rein. Das ist letztes Jahr schon released. März letztes Jahr, glaube ich. Ja. So, gut, dann, oh Gott, das ist aber manchmal auch Narrator. Ah, der Erzähler, alles klar. And so Wiegmund's desire for a lonely and peaceful life has been disturbed by these unruly intruders. But it was just the beginning. Na, alles klar. Bist du Bescheid? Der arme Wiegmund. Kapitel 1. Zeichen. Gut. Hoch. Achso, dann block ich natürlich gleich. Ja, ist klar. Gut, ist das hier mein Zuhause? Is it my home? Vermutlich, ne? Ich habe hier ganz viel Zeug und Gedingens und Sorted Meat. Und da ist der Schlüssel, Basement Key. Er ist total rostig. Hoffentlich bricht er nicht. Das hoffe ich auch tatsächlich. Das wäre irgendwie schade. Und wir haben hier noch Coins und eine Small Health Potion, eine Energy Potion in unserer Kiste. Das nehmen wir einfach mal mit. Und einen Short Bow haben wir auch. Geil. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und jetzt, wie ging das auf C? Kann ich denn? Oh, das geht. Okay, dann machen wir mal die da. Machen wir nicht. Ja, das macht er aber. Ja. Und wenn ich die jetzt auf die 1, dann. Ach so, ach, das geht nicht. Ich kann nicht Weapon Switch machen. Ich muss mich entscheiden. Ist das so? Da vermute ich sonst noch. Ja, ist gut, ne? Ich, auf Level 1 heiße ich schon The Lion. Ist geil, ne? Find ich auch. Ah, das ist natürlich schade jetzt. Ich dachte, man könnte das hier unten irgendwie bounden. Dass ich dann hin und her switchen kann. Okay. Kann man offensichtlich nicht. Vielleicht. Oder ich check noch nicht, wie es geht. Potato. Und mit. Was haben wir hier noch so? Das nehmen wir alles an uns. Ist vollkommen klar. So, und dann ist ja die Frage, habe ich denn die Questlog, ne? Weapons for the Night. Track Quest. Ach, ich tracke die, aber... Ach, da ist der Pfeil. Ah, alles klar. Okay, da an der Minimap ist der Pfeil, da so. Burnt House. Kann man... Ah ja, das ist ja eher stimmt, die Map hier so. Oh, er hat kein Loot-Auge. Hab ich Dinge übersehen, das kann schon sein. Okay, ich habe, also Range ist halt auch so eine Sache mit dem Shortbow, aber das ist auch halt auch irgendwie klar. Here lies Afestra. Too far away. Warte. Kann ich nicht. Ich kann nicht.
Ephestra. Ich weiß nicht, wer Ephestra ist, aber vermutlich war sie wichtig. Maybe. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Da rennt er weg. Der Wolf und hat sich vermutlich health-technisch resettet, oder? Würde ich ja so programmieren. Hat er natürlich auch gemacht, ist klar. Au. Gut. Ich habe voll krass immer mäßig den Wolf gekillt. Geil. Ganz im Gegensatz zum Karnickel, das geht nicht. Ich kann das Karnickel nicht töten. Oder ich will vermutlich nicht, schätze ich. Ah, das mit dem Licht ist aber auch schön gemacht, ne? Ist hübsch. Ja, nee, gut. Schön. Die Nebel hier auch. Sehr schön gemacht. So, da glitzert da was. Ich sehe das doch. Hier glitzert da was. Finde ich irgendwo eine Schaufel? Warte, hier. Eier. Warte. Eier. Eier nehme ich mit. Da ist noch ein Ei. Ey. So, warte. Da ist... Oh, Fishing Spot. Ich sehe es halt genau. Wir brauchen irgendwo ja eine Angel. Unbedingt. Da ist keine, ne? Schade. Warte, da ist noch ein Apfel. Shiny Apple. Gut, gehen wir erstmal, folgen wir mal der Quest. Wir gehen mal über die Brücke. Schön, was ist das? F. Ja, genau, F. Steht für Freunde. Was? Wieso die Bauern beklauen? Hä? Ich beklaue mich ja, wenn dann selber. Medicine Level 1. Okay, dann kann ich hier offensichtlich Dinge sammeln, wenn ich Medizinstufe 1 habe. Namen Seitan. So, da ist noch ein Wolf. Gemacht habe ich ihn. Namen sei dann. Nee, habe ich schon gesagt, ne? So. Stirb. Stirb. Knurr mich nicht an, du. Au. Unfreundlich. Gibt es auch so eine Art... Nee, ne? Also ich kann mit dem wirklich nur so kurze Schüsse machen. Nicht irgendwas Langes, nicht irgendwas Gezieltes, nicht irgendwas... Oh, Loot! Wolf-Tail. Aha. Alles klar. Nehmen wir natürlich mit. Ist logisch. Ist da etwa schon wieder einer? Junge. Beziehungsweise zwei, um genau zu sein. Drei, vier. Meine Güte, wie viele Wölfe kommen denn hier noch? Das ist aber nicht gut, ne?
Also einen kontrolliert kriege ich ja auf die Kette, aber... Ja, da hinten rennt noch und das ist aber jetzt schwierig. Ja. Oh. Da kommen natürlich beide. Ist klar. Nee, nee, komm zurück. Okay. Ich muss ja hier ein bisschen aufpassen, ne? Ich spiele, glaube ich, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil ich halt dumm bin. Also, habe ich ja, ne, dachte ich mir so, klar, fürs Anzocken von so einer Demo, ne, also bietet sich das ja total an, direkt den höchsten Schwierigkeitsgrad einfach zu nehmen, ne? Das ist ja schlau. So, weil... Ansonsten könnte man ja eventuell richtig Progress machen und in der Kürze der Zeit, die man hat, vielleicht sogar noch wirklich effektiv was zeigen. Das geht ja nicht. Ja? So. Ne? So? Sei, wann machst du sowas? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. So, was ist das hier jetzt? Oh, da ist natürlich schon wieder ein Wolf. So, die haben gleich noch ein paar mitgegeben, damit er mal klarkommt und über seine Entscheidung nachdenkt. So, ich gehe jetzt einfach unauffällig hier hinten rum. Schwupp. Und da sind wir auch schon an der abgebrannten Hütte. Das war mal so ein wunderschönes Haus. Einzig und allein der Keller ist quasi unberührt. Schauen wir uns, gucken wir mal, was wir da so für Waffen finden, wa? Was ist das? Spoils. Raw Leather. Nehmen wir natürlich alles mit, ist klar. I need crafting level 1. Okay, also man kann offensichtlich hier, ne? Schmiede am Boss. Ne? Geil. Was ist das hier? Rezept. Smoked Mountain White Fish. Kann ich das lernen? Need to learn the profession first. Okay. Dafür brauche ich eine Pickaxe. Ich habe doch hier so ein... Zählt das? Vermutlich nicht, ne? Das, oder? Nee. Ja. Hätte ja sein können. Bin halt noch nicht fertig. Neuen Base aus, bauen wir jetzt ein Haus. Vielleicht. Also es könnte natürlich sein, dass wir jetzt hier anfangen irgendwie. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Die Icons an WoW. Ich weiß nicht, wie WoW inzwischen aussieht. Weiß nicht. Ja, das, was ist das jetzt? Achso. Oh, jetzt hier. Gegen die Against the Red. Ich mach dich fertig, du. Was steht da? Heavy Frontal Attack. Hold the left mouse button. Use for extra damage at a cost of energy. To enable manual gesture combat. Ich verstehe das mit dem Manual Gesture Combat immer nicht so genau.
Ja, oder? Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es nicht deutsch ist. Das ist halt auch so... Gerade bei so einem RPG, also wo es dann wirklich auch größer wird, Spices, guck mal hier, Gewürze, Salz. Could sell this for a coin or two. Alles klar, nehmen wir mit. Finde ich auch schade. Okay, Viole. Komm und hör. Nehmen wir mit. Ich meine, es ist jetzt nicht schwer, ja. Bisher ist das für mich, ist es gut zu verstehen. Es ist bisher überhaupt kein schweres Englisch, aber es ist halt dann immer so die Frage, habe ich Bock, das die ganze, also im Zweifel im Stream zu übersetzen? Das ist halt immer so das Ding. Und habe ich halt nicht. So, und bei einem RPG will ich aber halt auch die Texte lesen, will das Spiel, also ne, will das alles verstehen und so. Ist halt schwierig. Die bestimmte Mod glaube ich halt nicht. Das glaube ich halt leider nicht. So, Kiste, Coins, Lederweste. Geil. Zack. Lederweste an. Sehen wir jetzt schon richtig hier. Guck uns an, du. Wir sind der Macker. Bam. Wait. Ging die hier auch? Nee, ne? Es ging nur die. Ja, ich habe da extra geguckt. Bin hier mit der Maus überall drüber gefahren. Oh. Warte. Na. So. Habe ich dich, du. Nicht mal was, doch hat was gedroppt. Eins. Und ich herum hervorgekommen. Ah. Oh, nice. Okay. Ja, das ist natürlich sehr schön. Eine sehr nützliche Funktion. Medicine Profession. Greetings, Adventurer. So you have decided to learn the secrets of medicine. A truly noble endeavor mastered by years of practice and herb knowledge. Okay, das ist halt jetzt was. Ja, ich fange jetzt nicht an, mir das hier durchzulesen. Also, ne, ich fange jetzt nicht an, das alles vorzulesen. Das ist halt schwierig so. Aber kann ich das jetzt einfach? Mal eben das hier machen, damit der denkt, ich habe das gemacht. Gut. Damit er diese Einblendung weggeht. Die geht sonst nicht weg. So, das war aber andere Profession, ne? Das hier ist Cooking, glaube ich. Ah ne, Survival. So, guck hier. Jetzt kann ich hier eine, mit dem Zeug könnte ich jetzt hier Sachen bauen. Im Medizinlabor. Kann ich aber nicht, weil mir das fehlt. Survival kannst du dann Hasen jagen. Ja, Survival Stufe 3. Habe ich gelesen. Survival Stufe 3. Geht es denn? Ja, mit dem Bogen kann ich halt nicht. Kann ich denn mit einer Nahkampfwaffe? Könnte ich das mit einer Nahkampfwaffe kaputt machen? Nö, kann ich auch nicht. Ich dachte, weil vorhin die Ratte da drauf gefallen ist und dann war die Kiste kaputt. Ja, so, gut. Immer alles kaputt machen wollen, nur ein bisschen. So.
Okay. Musik ist gut. Musik ist richtig. Musik ist geil. Was haben wir hier für ein Rezept? Ah, Bandagen. Leinenbandagen. Medizinstufe 5. Aha. Old Iron Sword. Ein altes Eisenschwert mit 2 Damage. Ist jetzt nicht wirklich scharf, aber ist noch benutzbar. Scroll of Cleave. Cleave Rang 1. Strong melee attack that will damage an enemy in front of you. Und das macht Power Arrow. Single target with a powerful arrow. Nice. Lernen wir beides. Versteht sich. Denn Power Arrow ist ja mal voll mein Ding. Einzige, was mich echt stört, ist, kann ich nicht bounden auf... Gary, kann man schnell zwischen Bogen und Schwert hin und her wechseln? Geht das? Ist das vorgesehen oder ist wirklich vorgesehen, dass ich mich im Zweifel entscheide? Also nicht, ich glaube, das geht nur übers Inventar. Okay, schade. Das ist schade. Und hey, ISP. Schade. Na gut, aber dann ist es so. I wonder where's the key that opens the store. Okay, also wir wissen nicht, wo der Schlüssel ist. Vermutlich weiß es nur der alte Gaffer. Er war der letzte Überlebende des Sünling-Clans, den dieses Haus hier gehörte. Der weiß vielleicht was. Ich sollte ihn besuchen. Ja, dann. Dann tun wir das doch. The Secret Door. Wo soll ich dafür hin? Vermutlich wieder hier raus, wa? Schätze ich jetzt einfach mal. Gaffa weiß mehr, also begeben wir uns nochmal hier raus. Hab ich. Nein, ich will nur raus. Du. So. Der alte Gaffa ist in die Richtung. Na dann, auf. Kann ich denn... Oh Gott, kann ich speichern? Ja, ne? Safe. Mal gucken, ob wir... Können wir durch Flüsse durch? Oder sind wir instant tot? Ne, wir können durch Flüsse, alles klar. Cool. Okay, das war nix. Der Power Arrow ist halt kurz ans Ruhe gegangen. Ich weiß nicht genau wohin, aber halt nicht dahin, wo er hätte hingehen sollen. Das ist natürlich blöd. Also es ist immer ein bisschen, die Kamera dann zu drehen, ein bisschen kompliziert. Aber geht. Gut. Oh, guck mal, hier sind wieder lustiges Zeichen. Was ist denn das hier für ein lustiges... Oh, was ist das? Visibility Rune. Combined with the other runes, it should reveal the invisible. Das in 4 Teile zerstückelt. Rune inside of one of a small squares. I've seen other such stages. Do you have runes too? I have to check. Okay, alles klar. Also, die andere Rune war doch direkt bei unserem Haus, oder? War die nicht direkt beim Haus? War die doch.
Ziemlich sicher. Es gibt einen Wasserfall. Schlimm, Chance vertan. Schlimm. Schwierig. Level, also wie ist das hier eigentlich mit dem Leveln? Wie leveln wir denn? Ich bin immer noch Level 1. Habe ich irgendwo Erfahrungspunkte? Ja, habe ich. 665, wenn ich jetzt hier dieses Wildschwein töte. Wohin ging denn der Pfeil? Hätte ich gesagt. 700. Das heißt, ich habe 35 beeindruckende Erfahrungspunkte für das Wildschwein gekriegt. Geil. Geil. Läuft. Das läuft. Die kann ich nicht sammeln? Ach so, doch. Warte mal. Vielleicht. Ich glaube, da hinten ist das böse Schwein. Das böse, ne? Ich glaube, das findet uns nicht so geil jetzt, ja. Kann ich das vermutlich auch nicht alleine pullen da, ne? Ja, schwierig, habe ich mir gedacht. Interessanterweise können wir immer ausweichen. Es wäre tatsächlich auch definitiv richtig übel, wenn wir das nicht könnten. Ah, ich kann während des Kampfes natürlich nichts essen. Verstehe ich gar nicht. Wieso kann man da nicht genüsslich mal sich so einen Apfel reinzwiebeln? Beim Apfel reinzwiebeln ist halt auch schwierig in der Formulierung, oder? Nein, jetzt nicht. Nein, ah. Terry, ich wünsche einen schönen Abend. Huh. Okay. Kein weiteres wird jemals wieder meine Farm hier befummeln. Es steht exakt so. Ich habe das 1:1 übersetzt. Aber was ist dieses komische Gefühl? Ich mache mir irgendwie Sorgen. Vielleicht sind hier immer noch irgendwelche Eindringlinge. In meinem Haus. Ich muss da dringend wieder hin. Okay, alles klar. Small Health Potion. Haben wir nicht gebraucht. Alter. Dieses Geräusch immer. Grim Dawn lief's gut. Kamera ist immer der Killer. take something from it to make necklace. To remind. Ah, okay, alles klar. Nice. Quest Item. Alles klar, verstehe. Cool. Also wir haben das Wildschwein erlegt. Wieso ist jetzt hier schon wieder eins? Ich habe doch die Wildschweine erlegt. Hier darf nie wieder ein Wildschwein spawnen, gefälligst.
War das nicht die Aussage? Ist das Spiel schon voll Release? Ja. Soweit ich weiß, Full Release. Es gibt, glaube ich, noch eine Dings hier, Entwicklungs-Roadmap. Also ich glaube, die machen noch an dem Spiel. Da gab es auch kürzlich erst einen Patch. Aber ich weiß jetzt nicht, ich habe mir die Roadmap nicht angeguckt. Das Ding ist halt, dass Sprachen irgendwie so eine Sache sind, wo sie irgendwie mit den Schriftarten Probleme hatten wohl und da nicht so ganz das Implementieren nicht hinkriegen. Und es dann halt auch drauf ankommt, lohnt sich so. Das ist halt immer so ein Ding, ne, was ich natürlich total nachvollziehen kann. Weil es ist halt nicht einfach nur das Sprache-Übersetzen der Texte. Ja, es ist ja, es muss ja auch passen. Also es muss in die Rahmen passen, die man so hat. Und so. Das ist halt alles nicht so einfach. Da ist ja viel mehr noch dazu, als nur platt einfach das Game zu übersetzen, was schon schwer genug ist. Ne? So, jetzt, achso, Other Intruders, Runes, ne, ich wollte ja eigentlich aber hier zu, dem Dings biebrig, oder nicht? Wollten wir nicht eigentlich zu diesem, Typen da? Old Gaffer? Der alte gaffende Gaffer? Ich kann mir vorstellen, dass Robert das im Spiel durchspielt, ist voller Game. Im Stream meinst du? Ja. Ja. Schon, aber eben glaube nicht, wenn es Englisch ist. Also aus vorhin besagten Gründen. Tatsächlich. Oh geil, Kiste. Leather Gloves und cool. Wieder Bracers und Belt. Also ein Gürtel und was sind denn Bracers? Ist das so Schulter? Nee, ich spiele tatsächlich auf Master Winston Nix. Also ich habe aus. Ach, Armschienen, alles klar. Weil ich mich selbst hasse. Ja, habe ich direkt den höchsten Schwierigkeitsgrad genommen. Fürs Anspielen der Demo. Ob es krass deswegen. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, es wäre witzig. Wenn ich mal den höchsten Schwierigkeitsgrad nehme. Aber es hat ja irgendwie auch niemand, kaum einer drauf reagiert. Das fand ich sehr schade übrigens. Was ist das denn ekliges? Hey, wer hat denn da mein Schaf geschlachtet? Was zur Hölle? Was ist hier los? The world turned upside down. At least two things are certain. Attackers are carnivores, probably wolves. That my days of peace are over. Er denkt jetzt haben Wölfe angegriffen, weil hier halt ein aufgeschlachtetes Schaf liegt. Das ist ja wohl unfassbar. Survival Level 1. Schade. Glaubt man es denn? So. Wie geht's hier meinem Zuhause? Alles cool? Oh, Feier. Survival Level 1. Verdammt. Fehlen die Fails. Machst es überraschend gut. Danke. Das hält bestimmt nicht mehr lang an. Wie kann ich denn? Ich will das hier gern ausbuddeln. Dafür brauche ich nur irgendwas, ne? Nehmt irgendwer. Ich würde das so gern ausbuddeln. Da ist ein Wolf schon hier.
Nein, oh, ich muss in die Richtung stehen. Das ist so dumm. Ich dachte, ich muss die Maus nur in die Richtung halten. Nein, oh, ich hänge an irgendwas. Verdammt. Okay. Cool, 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 cool. Was ist das hier? Ancient Urn. Meins. So, das heißt, irgendwo hier an der Rune ist noch so ein... Da ist es. Geil. The second rune. Now I'm sure there are four runes. One for every square. Alles klar. Ja, vorher waren wir uns da Anschur, jetzt sind wir uns Verischur. Warum trägst du nur einen Handschuh? Ach, lol. Weil... Ne? Aus Gründen. An der anderen Hand kriege ich ja jetzt so einen unangenehmen Juckreiz. Ich würde so gerne mit dem Powershot treffen einfach, aber ich krieg's halt auch einfach nicht hin. Den im richtigen Moment dann mal auszulösen. Schwierig. So, das Runending haben wir. Andere war noch in der Wäsche. No. So, jetzt können wir hier offensichtlich dieser Blutspur folgen. Nicht? The Kidnappers. Kidnappers. Okay, das wird so nix, scheint mir. Okay, das war auch nichts. Also der wird auch unterbrochen. Die Fähigkeit wird unterbrochen, wenn und so. Wenn ich angegriffen werde in der Zwischenzeit. Hatte ich hier das erste Runding? Nee, hier ist einfach keins. Alles klar. Das ist irgendwas anderes. Da ist noch eine Rune und da ist noch eine Rune. Da unten? Hey, nee, aber die hatte ich doch. Da hatte ich doch gesammelt. Das ist doch Quatsch. Wie viel habe ich jetzt? Zwei. Da. Hä? Ja, doch, genau. The third one. Alles klar, jetzt passt's. So, die sind natürlich da in der Höhle drin. Das war ehrlich gesagt schon fast klar. Da werde ich jetzt erstmal unauffällig dran vorbeigehen, denn ich hole mir jetzt noch diese lustige Rune. Der hier mal kurz. Ah! Er hat auch nur ein bisschen wehgetan. Ging. Ich bin hart im Nehmen. Ich halte es aus. Was ist das? Man weiß es nicht. Hier ist auch schon. Also. Rezept. Meins. Oh, Fishing Rod. Fishing Rod can be used near any lake or river where you can see fish. Nice! Take all. Da ist ein Fisch. Ich sehe da einen Fisch. Kann ich mir das wenigstens irgendwo unten hinlegen? I need a survival level of 1 to do that. Alter, was ist denn mit ihm? Du wirst da wohl die Angel da reinschmeißen können. Schwierig, der Dude, schwierig.
Ich verstehe diesen komischen Pfeil nicht. Ich bin zu dumm für den Pfeil, für die Fähigkeit. Wir haben Level Up. Each level you will receive extra talent points you will able to spend. N. Geil. Talents von Wigmund the Lions. Natürlich. Gibt's hier Schild? Nee, Schwert, Schild, Ranger, Exorzist. War Blessing. Extra Speed and Damage. Strong Faith. Increases Faith. Holy Shock. Fury, irgendwas, keine Ahnung, Holy Shield. Renew, Instant Heal, also nice. Okay, also es gibt den Schwert-Dude, der hat dann hier Furore als letztes. Dann gibt es hier den Schild-Dude, den Ranger-Dude. Ist klar. Wieso ist hier eine Katze? Achso, Reflexe, alles klar. Eagle Eye, Dagger Storm, Light Armor Master, Sicherhand, alles klar. Und dann gibt's hier den Exorzisten. Er beim Start des Spiels am Angeln war. Ja, eben, oder? Also, es ist irgendwie ganz strange. Blumenpflücken Neville Survival. Ich weiß es nicht. Ich habe noch überhaupt keinen Dunst, wie man die Fähigkeiten levelt. Keine Ahnung. He never burn money. So, machen wir erstmal hier, machen wir das da. Das ist, glaube ich, gut, oder? Spend points, available points. Ich habe mal hier einen Point gesetzt, so. Das alles Leder sollte also gut sein. Hoffe ich. Irgendwie. Opa, ja. Keine Ahnung, was du mir jetzt sagen willst. Aber es kann eigentlich noch gar nicht so spät sein. Ich habe nämlich quasi, also... Mir ist da Kettenrüstung? Ach, ist eine Kettenrüstung? Hey, neues Rezept. Au. Wo ist jetzt mein... Achso, nee, das hat gar kein Loot fallen lassen. Nee, Muckel ist nicht schuld. Die Regie hockt hier auch schon drin. Finally, all the runes. But what is this? Floating letters. It's a message for the one who will bear the sacred name. The invisible will always becomes visible. Ja, klar. Nicht? Also haben wir gewusst. Das hier ist übrigens auch schön gemacht. Ne? Hier finde ich nur mit dem hier, dass der Baum so. Sieht natürlich lustig aus, so mit dem Kreis so, aber ist gut gemacht. Also. Ne? So, aber ist, ja, ich muss halt jetzt aufhören, ne? Scheiße. Ja, nice, also irgendwie, ich wäre hier halt voll neugierig, wie das dann mit den Professions und so noch läuft. Also, ne, weil das hier ist ja erstmal nur Talente, aber es gibt ja dann auch definitiv noch, hier Dingens, die man skillen kann. Also Berufe. Gott, also wo auch immer ich jetzt geklickt habe. Gibt ja auch hier auf jeden Fall noch Berufe, die auch Level haben. Spannend. Also, ist, glaube ich, echt, hat ja auch ziemlich gute Bewertungen, tatsächlich, muss man mal sagen. Ne? Also, wer das ist schon draußen, das ist tatsächlich keine, aber es ist halt Englisch. Ne? Also, das ist so der, wie ich finde, so der einzige Schade. Bis jetzt. Ne? Aber ist, glaube ich, geil.
Genau, aber März 22, Darunima. Es ist März 22 released. Das Spiel ist draußen, das kann man kaufen. Das kostet 12,49 €. So. Das ist draußen. Und die Rezensionen bisher sehen halt echt gut aus, soweit. So was man da so. Ja, nice. Gut. Mein Lieben. Gutes Game für den Preis, würde ich auch denken. Also es macht für mich jetzt auch so einen Eindruck, dass ich mir eigentlich denke, ich würde es jetzt gern weiterspielen. Ne? Ich würde es jetzt gerade gern, würde ich jetzt weiterspielen. Muss ich jetzt nicht aufhören. Langweilen mir jetzt nicht, ist kann man machen. Finde ich. So, und jetzt schicke ich euch für den restlichen Abend weg. Genau. Ich schicke euch zu Basti zu Surviving the Abyss rüber. Aufbau, Game, unter Wasser. Nach Aquatico, jetzt Surviving the Abyss. Umsichtig. Ja, das doch nicht. Kannst du auch mal auch auf Englisch spielen. Bis jetzt muss ich sagen, ja, geht's mit den Texten. Ist jetzt nicht so viel. Geht bisher. Ne? Mal gucken. Wir werden sehen. Meine Lieben, danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend. Danke, dass ihr da wart. Und wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Viel Spaß bei Basti. Auf bald. Bye-bye.